Willkommen zum zweiten Teil meines VHS-Updates. Hier habe ich einen recht skurrilen kleinen Independent-Horrorfilm mit dem Namen Der Kühlschrank. Der Film ist wirklich sehr amüsant. Hier geht es um einen menschenfressenden Kühlschrank, den sich ein junges Paar, gerade in New York angekommen, kauft. Wirklich witzig gemacht. Es gibt ein paar relativ blutige Effekte für einen 16er. Aber Hauptaugenmerk ist ja wirklich der Spaßfaktor. Hier warte ich noch auf ein Review vom Angry Video Game Nerd, da es hier auch eine sehr witzige Rolling Rock Szene gibt. Es gibt hier eine Traumsequenz, in der der Hauptdarsteller in seinen Kühlschrank schaut und dann einen, was war das, Fernsehmoderator plötzlich darin vorfindet. Und der steht neben einer riesigen Rolling Rock Flasche. Ja, ich glaube, den gibt es bis jetzt noch nicht auf DVD. Das wäre mal wirklich was für CMV. Bitte erbarmt euch. Der Kühlschrank. Jetzt kommt der Kultschocker. Kultschocker. Das böse 3. Dürfte auch einer meiner ersten 18er-Filme damals gewesen sein. Der Film hat mich sehr begeistert. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Effekte und die Abenteuergeschichte. Phantasm gehört doch mit zu meinen Lieblingshorrorreihen. Zumindest 1, 2 und 3. Der vierte war wirklich extrem schlecht. Lange war ja auch eine Remake-Reihe geplant und dann wieder verworfen. Und wie es jetzt aktuell aussieht, weiß ich nicht. Ich denke mal, es kann nur schlechter werden. Ja, das böse 3 solltet ihr euch alle besorgen. Jetzt kommt ein weiterer kleiner Splatterfilm. Slugs. Schnecken übernehmen die Macht. Ein paar nette Effekte. Story ist jetzt eher dämlich. Darsteller sind jetzt auch nicht so prall. Aber hier geht es wirklich um die sehr witzig gemachten Effekte. Der Film hat alles, was man von so einem Film erwartet. Angucken. Ja, jetzt kommt ein Film, den ich vor kurzem schon vorgestellt habe. Revenus. Hier das besagte Video, was ich mir damals ausgeliehen hatte und auch kurz danach direkt gekauft habe. Fantastischer Film. Mit fantastischen Darstellern. Ich hoffe, ihr habt den alle bereits bestellt. Jetzt kommt das UK-Tape von Della Morte. Habe ich durch Zufall mal in einem An- und Verkauf entdeckt und mir für 2 Euro auch direkt mitgenommen. Normalerweise kaufe ich keine neuen Videos und auch keine Filme, die ich bereits in anderer Form besitze, aber ich dachte mir mal, bei meinem erklärten Lieblingshorrorfilm mache ich da mal eine Ausnahme. Ja. Cemetery Man. Jetzt kommt ein Film, der vollkommen durchgefallen ist beim Publikum und bei den Kritikern. Friedhof der Kuscheltiere 2. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde den Film enorm witzig. Das ist ein totaler Fun-Film. Der hat mir von vorne bis hinten gut gefallen. Der hat den richtigen Drive, der hat einen tollen Soundtrack mit Songs von den Ramones und die Effekte sind auch richtig klasse gemacht.
hat halt nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun. Der war ja doch eine Spur ernster, aber das hier ist wirklich, ja, für Fun-Splatter ist es zu wenig Gesplatter, aber es ist einfach ein gute Laune-Film. Echt klasse. Ja, jetzt kommen wir zu einem modernen Klassiker, From Dusk Till Dawn. Den habe ich auch etliche Male gesehen und der Film macht auch alles richtig. Ich bin jetzt nicht der übermäßige Tarantino-Fan. Besonders seine letzten Werke fand ich dann doch eher zwiespältig. Aber bis From Dusk Till Dawn haben mir seine Filme echt gut gefallen und auch die von Tarantino inspirierten Filme wie zum Beispiel True Romance, Natural Born Killers, Killing Zoe etc. Kurz nach Jackie Brown habe ich das Interesse verloren. Erstmal hat er sich da ja ewig Zeit gelassen für den nächsten Kram und Kill Bill mochte ich einfach nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier für mich das letzte wirklich, wirklich gute und spaßige Tarantino-Werk. Ja. Jetzt kommt der Splatter-Klassiker, Braindead. Hier haben wir einen wirklich abgefahrenen Splatter-Film, der die Messlatte wirklich hoch gesetzt hat. Und genau genommen wurde er bis heute auch nicht getoppt. Das muss man sich mal überlegen. Der Jackson wollte mit diesem Film das Thema Splatter beenden und eigentlich hat er das auch geschafft. Es gab zwar immer wieder neue, aber wirklich keinen, der so viel Hektoliter vergossen hat wie dieser Film. Braindead. Jetzt kommt eine Clive Barker-Verfilmung, die ich auch sehr, sehr gut fand. Lord of Illusions. Das hier ist eine Mischung aus ja, Film Noir und Horror-Thriller. Und der Film hat mir von vorne bis hinten sehr gut gefallen. In der Hauptrolle Scott Bakula, den ihr vielleicht aus Zurück in die Vergangenheit kennt. Das war in den 80ern und Anfang der 90er eine echt coole Serie, die ich sehr gerne geschaut habe. Spielt hier einen zerlotterten Detective, der, oder Privatdetektiv vielmehr, der einen ehemaligen Sektenführer überführen muss. Spielt ja sehr viel mit Magie und Sektenthemen, sehr, sehr cool gemacht. Auch durchgehend gut besetzt. Famke Janssen ist noch dabei und wie ist der Butterfield-Typ nochmal? War das? Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall gehört Lord of Illusions mit zu den besten Barker-Verfilmungen. Ja. Jetzt kommen wir zu einem kleinen 70er Tierhorror. Ich meine, es waren 70er. Der tödliche Schwarm. Hier sind es Killerbienen. Auch ein relativer Fun-Film, der sehr. Obwohl, so trashig ist er gar nicht. Mal davon ab, dass es hier um Killerbienen geht, aber der Film hat mir echt großen Spaß gemacht. Gucken wir euch mal an. So, der nächste ist eigentlich kein Horrorfilm, aber ich habe ihn jetzt einfach mal dazu getan. Und das ist Miss 45, die Frau mit der 45er Magnum. Ein wirklich großartiger Rape and Revenge-Film von Abel Ferrara. Mit der echt süßen Zoe Tamalis beziehungsweise Zoe Lund in der Hauptrolle. Und ich muss sagen, der Film
gehört wirklich zu den wenigen Rape-and-Revenge-Filmen, die mir gefallen haben. Ich bin für das Genre eigentlich nicht so zu haben, aber der hier ist wirklich ein Knaller. Unbedingt anschauen. So, jetzt kommt das Tape von Android of Notre Dame aus der Guinea-Pig-Reihe. Der Film war ganz anständig, aber kommt nicht an die Klasse von Mermaid in the Manhole ran. Die restlichen Teile finde ich nicht ganz so gut. Hier der ist aber recht düster gehalten und ansehnlich gemacht. Ja. Ich musste gerade ein bisschen Platz schaffen, weil im Moment ersticke ich hier an Videos und weiß nicht, wo ich sie hin tun soll. Auch kein Horrorfilm, aber da es sich hier auch um 18er handelt, habe ich den jetzt einfach mal dazu getan. Die Erstauflage von Terminator 1. Witzigerweise noch eingeschweißt. Großer Klassiker, zu dem ich auch nichts mehr sagen muss. Kennt ihr alle. Jetzt kommt Candyman 2. Candyman hat mir auch ganz gut gefallen. Vor allem der erste Teil ist recht cool gemacht. Zweite und dritte fallen ein bisschen ab, aber sind noch gut anschaubar. Vor allem Tony Todd hat einfach eine tolle Präsenz in dem Film und hat wirklich Ausstrahlung. Candyman. Jetzt kommt ein altes Tape von der Serie Krieg der Welten. Da gab es auch mal eine Fernsehserie von. Ich glaube, die wurde auch nicht beendet. Ich glaube, nach einer Staffel oder erst nach zwei, keine Ahnung. Hier ist jetzt, ich glaube, das ist eine Pilotfolge oder irgend sowas. Ich kann mich nicht genau erinnern. War ganz witzig. Hätten sie ruhig zu Ende drehen können. Und das Artwork gefällt mir auch recht gut. Krieg der Welten. Jetzt kommt ein ziemlich blutleerer, langweiliger Slasher. Ich nenne es mal Slasher. Mikey. Ein böses Kind kommt in eine Familie und tut böse Sachen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mikey gibt es, glaube ich, auch nicht auf DVD. Jetzt kommt Argentos, das Phantom der Oper. Nicht so prall, aber ein bisschen gereift ist er mit der Zeit. Ich war nicht super begeistert. Der war mir zu blutleer. Aber ist schon in Ordnung. Da gibt's leider schlimmere von Argento. Ja, jetzt kommt Tobe Hoopers Invasion vom Mars. Auch ein toller Film aus meiner, ja, Kindheit. Da erinnere ich mich gern dran zurück. Ich möchte diesen Film auch in einem Atemzug mit Joey nennen oder auch, ja, die Goonies vielleicht nicht, der geht dann doch in eine andere Richtung, aber mich haben die Filme mit Kinderdarstellern immer sehr fasziniert. Vielleicht, wenn man gerade im selben Alter ist und sich dann freut, dass andere so Abenteuer erleben können. Invasion vom Mars ist wirklich toll und und als Remake funktioniert der Film auch wirklich schön, weil der tolle Set-Designs hat und das Abenteuer-Feeling kommt da wirklich super rüber. Immer wieder gern gesehen. So, und jetzt kommen die letzten Filme. Das ist eine Reihe.
und auch nicht wirklich Horror, aber ich habe es jetzt auch mal dazu getan. Die Obazoke Doji-Filme, das sind Animes, die ich damals ganz cool fand. Den ersten Teil habe ich nicht mehr auf Video, den habe ich verkauft und sogar noch einiges für bekommen. Ganz witzige, abstruse Animes, die mit jedem Teil allerdings schlechter wurden. Mischung aus Horror und Sex und epischer Weltuntergangsstimmung. Vor allem der erste hat mir extrem gut gefallen. Ich hatte da das UK-Tape, was in den Tentakel-Szenen gekürzt war, aber im Gore und in der Handlung ankert waren. Und den habe ich so auch ewig lange gekannt. Und muss sagen, dass mich gerade diese Kürzungen gar nicht gestört haben. Ich habe mittlerweile die vollständige Fassung gesehen und da muss ich wirklich zugeben, das Tentakelzeug, was ich habe per se nichts dagegen, aber das hat dann doch wirklich von der Handlung abgelenkt. Also fand ich das beim ersten Teil wirklich mal sinnvoll geschnitten. Naja. Also für mich gibt es primär nur Osaka Doji Teil 1 und Teil 2, diesen hier. Die beiden zusammen sind echt großartig. Teil 3 war dafür ellenlang. Und noch eine Ecke abstruser und verwirrter, also verwirrender. Hat mir nicht mehr so gut gefallen. Hier der vierte Teil war wieder eine Ecke interessanter, weil, wie vorhin schon angesprochen, gibt es hier auch eine längere Passage in einer Stadt der Kinder, was ich generell ganz gern mag. Und trotzdem kann der Film auch nicht mehr überzeugen. Ich glaube, es gab dann auch noch einen fünften Teil oder zumindest eine Episode von einem fünften Teil, die dann aber nicht fortgesetzt wurde und schauen wir mal. Naja, und wie ich sehe, habe ich gerade zwei Filme übersehen, aber da komme ich jetzt gerade nicht dran. Das wären Scream 1 und Chucky und seine Braut. Aber zu denen brauche ich ja ebenfalls nichts zu sagen. Also, das waren jetzt erstmal meine Horrorfilme. Ob ich noch ein weiteres VHS-Video mache mit anderen, die noch übrig geblieben sind, wird sich zeigen. Ihr könnt ja mal in die Kommentarbox schreiben, ob ihr noch weitere Videos sehen werdet. Ich denke, es werden höchstens noch mal zwei Parts, weil so viele sind es am Ende wirklich nicht mehr. Bis dann!